Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht hier ein Paket. Es geht aber heute nicht um ein klassisches Unboxing, sondern wir haben hier ein Tauschpaket, welches mit der lieben Jasmin vom Kanal Art by Freya entstanden ist. Genau, das ist heute angekommen. Und ich würde sagen, wir packen das gemeinsam aus. Ich habe auch ein bisschen Hilfe dabei. Meine Tochter ist mit dabei. Und genau, wir sind bewaffnet mit einer Schere und es geht los. Wir sind nämlich ganz schön aufgeregt, was da drin ist. Und wir gucken da jetzt einfach mal rein. So, auf ist es schon mal. Ging doch besser wie gedacht. Wir haben hier erstmal klassisches Füllmaterial. Das darf auf die Seite. Gerne auch im Stream öffnen. Naja, Stream tun wir nicht. Aber wir machen das Video. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal hier rein. So, hier haben wir. Hallo Wally, ich freue mich riesig, dieses Tauschpäckchen mit dir zu machen. Ich hoffe, dir gefallen die Sachen, die ich dir eingepackt habe. Bin mir bei ein paar Sachen nicht ganz so sicher. Bitte nicht so auf meine Einpackkünste achten, da bin ich ein absoluter Noob. Naja, das geht mir genauso. Mein Mann war leider nicht zu Hause. Hust. Ja, mein Mann packt auch besser ein als ich. In dem grauen Karton ist etwas aus eigener Produktion. Ich hoffe, da kommen keine Streitigkeiten auf. Habe es im besten Gewissen ausgesucht. Viel Spaß beim Auspacken und frohe Vorweihnachten im September, deine Freya. Ach Gott, wie süß. Ja, Vorweihnachten ist immer gut. Geschenke mag jeder. Deswegen würde ich sagen, zum Schluss öffnen. Aufteilung bleibt euch überlassen. Ach so, das ist dieser graue Karton. Den lege ich jetzt erstmal zu dir. Okay. Ich bin etwas überfordert. Wollen wir erstmal das hier angucken? Ja. Ja. Dann ein Schleifchen. Guck mal, das sind so Bügelperlen. Kennst du die noch? Der Staubsauger fand er die auch immer toll. Von der Lütten als Geschenk. Ach, das ist aber süß. Guck mal, das hat ihre Tochter gemacht. Was ist das? Eine Katze. Eine Katze. Und das? Ein Nebel. Ein Seepferdchen. Wie cool. Guck mal, das können wir vielleicht an einem Faden aufhängen und dann so ans Fenster, so übereinander. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. In die Küche ans Fenster hängen. So, dann weiß nicht, haben die irgendwie eine Reihenfolge? Please open für Gemütlichkeit und alles andere, was man so findet. Oh je. Dann würde ich sagen, öffnen wir mal. Das erste Paket. Paket ist leer. Ach Gott, ein Kulturtäschchen, würde ich jetzt erstmal sagen, auf den ersten Blick. Aber das ist süß. Ich mag ja so Täschchen. Guck mal, Washi-Tape. Ich habe ja noch nicht genug. Nein, Washi-Tape kann man nie genug haben und diese Klammern sind der Wahnsinn. Ich liebe die total. Habe auch schon einige da. Davon kann man nicht genug bekommen. Wenn wir uns hier die Motive angucken, die sehen ja auch toll aus. Sehr, sehr cool. Eine Duftkerze, würde ich sagen. Riech mal. Nach was riecht das? Ja. Nach Beeren, genau, hier.
Und, oh, guck mal, das findest du cool. Kennst du die noch? Das ist so ein Ausstandsding als Kleeblatt. Das ist ja cool. So, das war das erste Paket. Da sind nur noch einige drin. Davon kann man nie genug haben. Was schätzt du, was da drin ist? Wovon kann man nie genug haben, deiner Meinung nach? Süßigkeiten. Ja, dass du von Süßigkeiten nicht genug kriegst, das weiß ich. Das weiß ich. Und gucken wir mal, was da drin ist. Ach, ich im Geschenkpapier. Ah, Klebeband. Noch mehr Washi-Tape. Wow, guck mal, mit Kirschen und Regenbögen. Und hier das Ganze in Rot. Auch so Valentinstag vielleicht. Sehr, sehr cool. Nee, stimmt, von Washi-Tape kann man nie genug haben. Das ist definitiv richtig. Dann das musste einfach mit. Was muss einfach mit? Hast du eine Idee? Ein Stift. Ein Stift? Dann schauen wir mal. Ich liebe dieses Geschenkpapier. Das ist ja echt genial. Noch mehr Washi-Tape. Mit Pinguinen. Ich glaube, ich habe heute sogar Weihnachtspinguins Socken an. Ich liebe Pinguine. So, guck mal, für die Kinder oder auch nicht. Möchtest du das auspacken? Nein? Lieber gucken? Ja. Ja, wir sind alle so ein bisschen erkältet. Für die Kinder oder auch nicht. Ah, das sind so Dotzwürfel. Guck mal, das ist ja cool. Lego! Ja, das ist definitiv für die Kinder. Die Kleine wird sich drauf stürzen. Guck mal, das ist ein Panda-Bär. Ein Narwal. Okay. Sehr cool. So. Nicht zum Teilen geeignet, nur für Wally. Ah, nur für mich. Nur für mich. Und jetzt kommen die Gummibärchen. Ich darf nicht teilen. Darf ich nicht? Das steht da. Guck hier. Nicht zum Teilen geeignet. Geeignet. Es heißt nicht, dass du es nicht darfst. Ach so. Muss ich trotzdem? Ja. Für die Langeweile zwischendurch. Painting. Das ist ein Painting, meinst? Nein. Ja? Dann gucken wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Nee, so ist Guck es nicht. mal, ein Frosch und ein Ein Faultier. Kasten darf. Nee, doch nicht. Ein Painting Muss es doch. mit den Kolibris vom Action. Sehr, sehr, sehr cool. Das ist ja cool. Das gab es nämlich bei uns nicht. Und ich war so sauer. So, unser Action ist momentan nicht so das Wahre. Und was ist da drin? Noch ein Painting. Da steht nämlich auch für Langeweile drauf. Ja, so kennt. Auch ein Painting. Dann gucken wir mal, was für ein Motiv. Der Fuchs. Auch den habe ich nämlich verzweifelt gesucht. Verdrehen zu die Augen. Das Päckchen ist leer. Ich würde sagen, wir legen noch mal alles hin und dann schauen wir uns noch mal alles an, was da drin war. Ah nee, das Päckchen ist noch nicht leer. Wir haben ja noch.
die, wir haben ja noch die graue Kiste, die graue Box, die bis zum Schluss einmal zubleiben sollte. Jetzt brauche ich nochmal die Schere, weil da ist wieder zugeklebt. Klebeband. Das ist Klebeband dafür. Trotzdem. Wow. Sogar mit Siegel, mit Wachssiegel. Und Trockenblümchen. Ach Gott, ist das süß. Ich will das gar nicht kaputt machen. Die reißen so außen rum. Oder? Ja. So, was stand da dabei? Aus eigener Produktion. Mhm. Ein Schlüsselanhänger als Schweinchen. Ach Gott, ist das niedlich. Mit Kleeblatt. Oh. Als Totenkopf. Guck mal, mit Glöckchen und Pistole. Wie genial ist denn das bitte? Ein rosanes Schweinchen. Wie viele sind da denn drin? Das ist ja Wahnsinn. Ein pinkes Schweinchen mit Glitzer und Blume. Ein Delfin. Ein Delfin. Ach, guck mal, auch mit Glöckchen. Und nochmal so einen Delfin-Anhänger. Sage mal. Oh mein Gott, ist der süß. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Guck mal, der hat sogar eine Schleife. Ein Fuchs. Noch eins. Das ist ja cool. So ein Totenkopf nochmal. Mit einem Yin und Yang und auch Glöckchen. Und noch, sag mal. Und nochmal ein Schweinchen. Guck mal, mit Muffinband. Das ist ja cool. Hat sich da jetzt noch eins versteckt, wenn ich das jetzt wegräume? Nee, jetzt ist leer. Okay, dann würde ich sagen, räumen wir auch das auf die Seite und breiten nochmal alles aus. Das ist der Wahnsinn. So, hier sehen wir nochmal alles in Übersicht. Wir haben zwei Paintings, ein bisschen Gummibärchen als Nervennahrung, die ich wohl doch teilen muss. So wie es gerade guckt. Das Kulturtäschchen ist der Wahnsinn. Und unheimlich viel Washi-Tape. Ja, Washi-Tape kann man nie genug haben, das ist richtig. Meine Keksdose, ich habe so eine Metall-Keks-Weihnachtsplätzchendose, die füllt sich auch immer mehr. Über die Lego-Dinger freut sich die Kleine unheimlich. Und diese Bügelperlen, die werden aufgehängt, so untereinander, dachte ich. Und dann an die Balkontür in die Küche, denke ich, kommt sehr, sehr gut. Die Duftkerze ist toll, die kommt zu mir an den Painting-Tisch. Und diese unzählig vielen Schlüsselanhänger, da findet man definitiv auch eine Verwendung. Also ich finde ja diesen Fuchs total genial und diesen Totenkopf und die Schweinchen, die sind ja auch nur putzig. Also auf jeden Fall wird ein Schweinchen mit zur Arbeit gehen an den Spind, das ist schon mal sicher. Dann kriegt die Große einen an den Schlüssel. Die Kleine darf sich natürlich auch einen aussuchen. Und irgendein Ding kommt noch ins Auto vorne rein. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. So, Zoe, welchen Schlüsselanhänger magst du denn haben? Was? Den Totenkopf in weiß. Den weißen Totenkopf? Ja. Echt? Okay, ja gut. Dann haben wir schon eine Verwendung gefunden.
Und ich würde sagen, oder ich gehe schon fast davon aus, dass du dich gleich auf das Lego stürzen wirst. Ha? Weiß nicht. Weiß nicht. Ja, wir sind alle ein bisschen erkältet. Aber naja, ich finde es total genial. Schaut gerne bei der Freya auf dem Kanal vorbei. Den werde ich unten in der Infobox verlinken. Und ich gehe davon aus, dass die Tage da auch das Video erscheint. Und dann könnt ihr da mal schauen, was ich so eingepackt habe. Und ich bin gespannt. Ich bin genauso gespannt wie ihr, wie die Sachen so, wie die Sachen ankommen. Weil für mich ist es das erste Tauschpäckchen. Ich war so ein bisschen überfordert, muss ich auch wirklich sagen, was denn da alles reinkommt. Aber wie gesagt, wenn ihr da mehr sehen wollt, schaut gerne vorbei. Lasst ein bisschen Liebe und ein Abo da, weil das ist eine ganz, ganz süße. Gut, wie immer, vergesst nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten. Macht euch die Welt ein bisschen bunter und ich wünsche euch was. Bis dann!